Wieder beim Innenministerium auftauchen, das hätte man eigentlich gestern oder vorgestern uns auch schon sagen können. Auch für Landeshauptmann Erwin Pröll ist die heutige Lösung nur ein erster Schritt. Und auch der Thalskirchner Bürgermeister Fritz Knotzer besteht darauf, dass die Länder noch mehr Asylwerber aufnehmen. Die Parlamentsparteien wollen im Jänner einen neuen Anlauf nehmen, doch noch neue Regeln für Untersuchungsausschüsse zu beschließen. Seit Jahren versprechen SPÖ und ÖVP, dass in Zukunft auch eine Minderheit im Parlament solche Ausschüsse einsetzen darf. Wenn es konkreter wird, finden Sie immer irgendeinen Einwand. Heute, nach einem Treffen der Clubchefs im Parlament, zeigen Sie sich wieder einmal bereit, Ihr Versprechen einzuhalten. Stefan Kappacher. SPÖ und ÖVP haben schon vor mehr als 3 Jahren zugesagt, dass die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen ein Minderheits-, also ein Oppositionsrecht werden soll. Doch die Verhandlungen scheiterten bisher immer an Verfahrensfragen. Die Opposition hat vor allem der SPÖ vorgeworfen zu bremsen. SPÖ-Klubobmann Josef Czap dazu heute. Wir wollten es immer schon wirklich angehen, aber wir brauchen dazu ein konstruktives Arbeitsklima und Diskussionsklima. Das scheint